Den Angeklagten Herrn Andreas Breitlich, bitte. Wir verhandeln heute den Fall Breitlichs. Ihm wird vorgeworfen, Frau Aziza öffentlich verbal beleidigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt, um ein höheres Strafmaß wegen ausländerfeindlichen Hintergründen zu erwirken. Richtig, Euer Ehren. Ich rufe Frau Aziza als Zeugin auf. Frau Aziza? Frau Aziza, ich habe Sie als Zeugin geladen und vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Ihre Personalien, Frau Aziza? Sie heißen mit Vornamen Eli Sam? Ja. Sie sind am 1. Juli 1977 in Kairo geboren? Das ist richtig. Verheiratet und leben in Dresden? Ja. Was machen Sie beruflich, Frau Aziza? Ich bin Pharmazeutin. Erzählen Sie uns bitte von Anfang an, wie Ihr Tag am 2. August 2008 ablief und was genau passiert ist, Frau Aziza. Dieser Tag war ein besonderer Tag für mich. Ich habe nämlich an dem Tag erfahren, dass ich schwanger bin. Was ist los mit ihm? Er ist verärgert. Ist etwas vorgefallen? Eigentlich nicht. Er wird Bruder. Das ist wunderschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Subhanallah, Gott schenkt uns ein weiteres Kind. Alhamdulillah. Weißt du was? Ich werde, glaube ich, nochmal mit ihm unter vier Augen reden, wenn es in Ordnung ist. Das solltest du tun. Ich lasse euch alleine. Shahid? Shahid, kommst du bitte? Ein kleiner Pasche, was ist denn los mit dir? Bestimmt wirst du das Baby mehr lieben als ich. Sag doch so etwas nicht. Du bist mein kleiner Pasche, du bist mein Erstgeborenes. Ich werde dich doch immer mehr lieben als jeden anderen. Du hast einen besonderen Platz in meinem Herzen. Vergiss das bitte niemals, okay? Ja? Sollen wir mal rausgehen, zusammen spielen auf dem Spielplatz? Hättest du Lust, nur du und ich? Ja! Komm, wir gehen dann auf den Spielplatz, komm! Hey, ich hau ab, mach's gut, ne? Wir sehen uns. Ey, was soll die Scheiße hier auf deinem Kopf? Verpiss dich mal aus meinem Land! Ist Ihnen so etwas also oft passiert? Ja, Euer Ehren. Viele können nicht damit umgehen, dass ich so bin, wie ich bin. Auch meine Kunden bei der Arbeit schauen mich oft so schräg an. Haben Sie sich nicht überlegt, Ihr Kopftuch abzusetzen? Nein, Euer Ehren. Wieso denn? Stellen Sie sich vor, Sie kommen in ein Land, wo das Kopftuchtragen eine Selbstverständlichkeit ist. Würden Sie dann das Kopftuch tragen, nur weil andere das Kopftuch tragen? Nein. Wieso denn nicht? Ich wäre dann nicht mehr ich selbst. Ich verstehe Sie. Schön, dass Sie es tun, nur tun es sehr viele nicht, so wie dieser Herr hier vorne. Na, du Terroristenbrot? Hey, wohin? Hallo? Hey, ich rede mit dir. Hörst du mich nicht? Hallo, hallo Polizei. Ja, ich bin gerade am Spielplatz, an der Dresdner Straße und ein Mann attackiert eine Frau mit ihrem Kind, verbal. Ja, bitte kommen Sie schnell. Ich rede mit dir, du Terrorist. Hat die Staatsanwaltschaft oder die Verteidigung noch Fragen? Sie nimmt doch die Schande! Noch ein Wort und ihr könnt eine Geldbuße auferlegen. Frau Aziza, Sie sind hiermit entlassen. Sie können den Zeugenstand nicht verlassen.